Ja, hallo und herzlich willkommen hier, Clemens, dein Gitarrencoach für absolute Anfänger bei der Lagerfeuergitarre, Schrägstrich, Cool Songs. Heute geht es um die Grundlagen von Rhythmus, theoretisch wie auch praktisch. Ich zeige dir jetzt erstmal, wie das theoretisch geht und dann tun wir es umsetzen. Die Praxis ist gut, dann Whiteboard an. Also Metrum, genau, einfach Metrum, nennt man ja einfach den Rhythmusfluss. Dann hat man zum Beispiel ein Metronom, das wäre quasi sowas hier mit so einem Tick-Tack-Zeiger drin, wo man hier so ein bisschen aufziehen kann, mechanisch. Oder ihr könnt mit dem Handy, gibt es auch so eine Soundbrenner-App zum Beispiel, wo ihr hier quasi die Rhythmusangabe habt. Die wird dann in BPM, also das ist quasi der Beats per Minute, Beats per Minute. Genau, und Schläge pro Minute auf Deutsch übersetzt. So, das Ganze stellt ihr hier auf Viertel ein, auf diese Noten. Dann gibt es natürlich auch noch diese Einstellmöglichkeit auf Achtel, genau, oder hier ist Sechzehntel. Aber das braucht man nicht. Genau, oder irgendwelche hier so mit Pausen oder sowas, alles weglasse, hier, das hier stellen wir ein, das sind unsere Viertelnoten. Genau, Viertelnoten, die habt ihr hier vier Stück bei einem Metrum von vier Viertel. Habt ihr hier schön in einem Takt, dann der nächste Takt hier und übernächste. So könnt ihr die Takte durchtakten. Genau, euer Metronom zählt hier immer durch, zählt immer die Viertel durch pro Takt. Fängt immer hier wieder bei 1 an, also wieder am Taktbeginn, zählt wieder auf 1, dann 2, dann 3, dann 4 und dann kommt der nächste. Nächste Takt, der beginnt dann wieder bei 1. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, hier nochmal zur Veranschaulichung. Hier 1, 2, 3, 4. So, dann kann man natürlich hier noch mit Achtel arbeiten. Also wenn ihr jetzt hier einmal Viertel habt. Dann könnt ihr jetzt hier natürlich auffüllen. Wir brauchen ja vier Viertel. Zwei Achtel gegeben wir immer eine Viertel. Also dann könnt ihr das quasi so aufteilen. Können wir jetzt ja mal so. Hier haben wir jetzt Werte von zwei Viertel. Jetzt brauchen wir nochmal zwei Viertel. Dann können wir jetzt zum Beispiel diese zwei Achtel können wir jetzt hier. Diese zwei Viertel. Können wir jetzt hier nur in vier Achtel zum Beispiel ausschreiben? Oder ihr macht so: Das wird dann unser erster Rhythmus mit Achtel, so dass sie hier schön Viertel, Achtel, dann wieder eine Viertel und dann wieder zwei Achtel. Genau. Und das Ganze hier, den Rhythmus hier, diese Zeichen, wenn ihr die noch nicht kennt, einfach hier auf ab und das mit auf. Genau, also hier machen wir dann, es ist immer so, im Takt, das ist wichtig, im Takt zählt immer die
kleinste. Die größte Einheit wird immer abaufgespielt. Also die kleinste Einheit, meine ich. Also hier die kleinste Einheit wäre hier im Takt, wäre hier Achtel. Und die spielt man eben hier, wenn es Wechselschlag ist. Genau, das wäre dann ab auf. Wechselschlag. Also ab, ab, auf, ab. Genau. Das machen wir gleich mal dann mit der Gitarre. Gut. Also wie gesagt, diese Soundbrenner-App gibt es auf dem Mobiltelefon im App Store oder Play Store, je nachdem, was ihr habt, Android oder Apple, dann hier einfach die Soundbrenner, genau, also Soundbrenner App runterladen. Gut, und die stellt ihr auf Viertel ein, und dann könnt ihr diesen Klick einfach mal auf so 50, macht ihr mal den Anfangsklick auf 50 BPM und dann spielt er einfach mal ganz normale Viertel so über vier Takte lang. Mit unserem E-Moll, den wir ja schon können, spielt ihr hier mal mit dem Daumen. Genau. Mit Daumen immer mal hier. Immer Abschläge. Und das mit diesem Metronom. Also macht immer Klick, Klick, Klick. Klick und dann macht ihr hier mit dem Daumen. Das zeige ich jetzt gleich, wie das funktioniert. So, jetzt schalten wir mal kurz um. Also ihr stellt es auf 50. Auf 50. Machen wir es doch gleich. Also, ihr habt hier, oh, wo muss ich rein zeigen? Da. Ihr habt hier die 130, da geht. Oh, jetzt muss ich schauen, wie das hier geht. Also hier. Wo wird es kleiner? Also genau, hier dreht ihr zurück, so weit bis ihr diese 50 habt. So, 50 BPM. Und dann habt ihr oben die Viertel eingestellt, hier. Die sind schon richtig. Dann vier Viertel rechts. Also links, wenn ihr von oben drauf schaust, links vier Viertel Takt und mehr braucht ihr einstellen. Dann einfach auf Start drücke. Ich muss das gerade hier kurz umbauen. Uno momento. So, genau, das ist jetzt unser 50. 1, 2, 3, 4. Dann seht ihr hier oben 2, 3, 4. Immer bei 1 macht es einen anderen Ton, höhere Ton. 3, 4. Ihr seht immer die Kästchen, ist immer unsere Viertel. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Genau, 1. 2, 3,
Vier. So, dann habt ihr genau die Übung jetzt. Ein, ja genau, nochmal. So, ja, das. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann nochmal Takt. Eins, zwei, drei, vier. Einfach mal Abschläge mal. Jetzt zeige ich euch, wie das mit den Füßen hier zusammenhängt. Eins, zwei, drei, vier. Also immer bei der runtergehen mit der Ferse. Ist immer eine Zählzeit. Zwei, drei, vier. Also ihr könnt mit der Ferse nach unten schlagen oder ihr könnt auch mit dem Fuß vorne runterschlagen. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. So, und das ist unser Metrum. Das läuft immer durch. Bei jedem Stück läuft das Metrum durch. Egal was. Ja, das steht immer auf dem Tempo, wie es eingezählt wird. In dem Sinne mit BPM 50. Genau, also ihr zählt auch ein mit 1, 2, 3, 4. Und jetzt spielt das Orchester oder Band los. Oder du mit einzeln los. Genau, dann wieder 1. So weiter. So, und jetzt kommt noch die Erklärung, was sind Achtel? Jetzt wieder 1 und. Genau, also es ist immer 1 und 2 und 3 und 4 und ist Achtelzählweise. Nochmal jetzt 1 und 2 und 3 und 4 und. Das ist halt quasi immer, wenn du mit der Ferse nach oben gehst. Also immer in der Pause zwischen den Zählzeiten hast du immer einen Achtelaufschlag hier und da immer in den Lücken. Genau, das sind unsere Lücken. Da kämen wir immer mit der Ferse nach oben oder mit dem Fuß nach oben. So. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt schauen wir mal, wie diese Achtel hier an der Gitarre aussehen. Eins, zwei, drei, vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Genau, eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und da schaut ihr einfach, dass ihr schön im Takt bleibt. Bei der Achtel ist halt so, da müsst ihr euch schön diese Zählseite vorstelle, 1 bis 4 und dann immer so am Anfang könnt ihr mal ein bisschen mehr die Zählseite betonen beim Achtelspiel und dann gleichmäßig aber spielen. So, da habt ihr Gespür richtig. So bin ich genau auf dem Beat drauf. Auf dem Beat drauf bedeutet halt einfach genau auf der Zählseite 2, 1 bis 4. Genau. Dam, 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 dam. Genau. Und bei jedem Rhythmus läuft eigentlich diese Achtel-Schose durch. Also genau, da könnt ihr quasi bei den kombinierten Rhythmen oder sowas, stellt man sich das dann auch mit den Pausenwerte und sowas, stellt man sich das meistens, wenn es Viertel, Achtel sind, halt einfach so vor, wie diese Achtel einfach durchgespielt sind von 1 bis 4. Und dann einfach immer jeweils die Zeit rauslasse, was man will. Also man lässt immer die Pausen, diese Werte draußen und ersetzt die gegen Pausenwerte. Genau. War wahrscheinlich jetzt nicht so ganz verständlich, aber das kann jetzt hier nochmal kurz zeigen, dass man jetzt hier.
dass man jetzt hier sich zum Beispiel so, da kann man sich hier nochmal diese. So, jetzt haben wir hier einen Takt voll und dann stellt man sich das halt immer hier so vor mit ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf. Genau. Also es geht einfach hier immer durch und dann kann man natürlich hier so eine Achtel zum Beispiel gegen eine Achtel Pause auswechseln. Je nachdem, das wird man dann halt einfach hier also klammern. Genau, das wird man dann klammern oder hier könntest du dann Pause, du kannst also jetzt überall hier irgendwas ausklammern. So, und das machst halt dann hier mit dem Luftschlag. Also hier, das habe ich gemeint mit ab, auf, geht immer durch, geht immer hier durch. Ziehen wir mal das ein bisschen größer, dann können wir hier besser drauf schauen. Ab, auf, geht immer durch, aber ihr könnt dann eben ausklammern. Also ab, leer, auf, dann wieder ab, also so. Ab, leer, auf, auf und leer ab. Und dann auf, das wäre quasi der Rhythmus, also da, dass man die hier ausklammert und den Abschlag ausklammert. So kann man natürlich hier schon mal schöne Rhythmen schaffen mit Pausenwerte. Genau, aber das geht jetzt schon ein bisschen weit. Was ich euch nur zeigen wollte, ist, wie man diesen Rhythmus hier spielt. Das ist so ein Standard-Lagerfeuer-Rhythmus, den man eigentlich. Der ist sogar noch leichter als der Lady in Black Rhythmus. Hier ab, ab, auf, ab, ab, auf. So, genau, das mache ich jetzt hier nochmal kurz vor. Ihr macht einfach mit dem E-Moll zum Beispiel ab, dann nochmal ab, auf, ab, auf. Genau, aufpasse, die Viertel sind ja sozusagen hier wie zwei Achtel und dann müsst ihr hier einfach euch immer noch diese, genau, also eins und denken. Eins und dann kommt auf zwei, kommt dann der nächste Rundabwärtsschlag. Also eins und zwei und genau, also so. Eins und, also leer in der Luft wäre das sozusagen, weil das ist ja geklammert. Genau, der wäre jetzt hier geklammert, dieses Plus. Also das heißt eins und, genau, in der Luft. Genau. Können wir auch nochmal zur Verständigung hier oben drüber leer schreiben, geklammert auf. So. Eins und zwei und drei und vier und. Oder wenn ihr schon sicherer seid, dann einfach nur nach Gusto. Er zählt dann bloß nur und hält halt die Viertel richtig lang aus. Bis eins und dann bei zwei kommt der nächste Abschlag. Also ihr macht so. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei. Also da wirklich. Mitzähle mit 1 und 2 und 3 und 4 und also genau, also die habe ich jetzt ein bisschen höher schreiben müssen. So, die gehören genau hier drüber, drunter meine. Genau. Also soweit, so gut. Dann haben wir jetzt hier mal den Rhythmus. Was fehlt uns jetzt noch?
gerade überlegen, was fehlt noch, was fehlt noch, was fehlt noch. Wir haben, glaube ich, alles besprochen. In der nächsten Session machen wir dann wieder ein paar Akkorde. Übernächste machen wir ein bisschen Harmonielehre-Grundlage, ein bisschen kombiniert mit dem Griffbrett. Und dann sehen wir uns wieder. Dein Clemens. Bis dann. Ciao, Lee. Ciao, Lee. Ciao, Lee. Lowly.